Hallo zusammen und willkommen zurück zu meinem Kanal. Ich bin der Ricky und das ist Every Gamer. Gaming is in the air everywhere. Ich werde heute zu der TicWatch Pro 5 ein Unboxing machen und werde euch zeigen, was alles in der Verpackung enthalten ist und was für besondere Features diese Uhr bietet. Erst einmal drehe ich euch das um und ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich denke schon. Das sind schon mal die Hauptfeatures, mit denen hier beworben wird auf der Verpackung hinten drauf. Und ich werde die mal durchgehen und euch etwas dazu erzählen. Hier ist ein Snapdragon W5 Plus Gen 1 Prozessor drin, also ein moderner, schneller Prozessor für Smartwatches. Man hat eine Krone auf der Uhr. Man hat ein besonderes Dual-Display und zwar kann man dazwischen umschalten zwischen einer Art E-Ink-Ansicht, die auch bei den E-Readern wie dem Kindle oder so verwendet wird, benutzen. Dadurch hat man einen Vorteil, dass man eben eine wesentlich längere Batterielaufzeit als bei den anderen Smartwatches hat. Die meisten Smartwatches halten nur ein, zwei Tage durch und bei dieser Uhr, durch diesen Wechsel zwischen diesen E-Ink Display-Modus und darunter liegend dem normalen Bildschirm, hat man die Möglichkeit, eben, dass die Uhr viel länger durchhält, und zwar laut Herstellerangaben bis zu 5 Tage. Das werde ich testen. Unter Einsatz von allen möglichen Sportaufzeichnungen, von ja, ganz normalen Gebrauch mit Verbindung, mit Bluetooth und allem drum und dran. Das heißt, rein theoretisch sollte man eine längere Laufzeit haben, wenn man da bestimmte Features und Verbindungen ausschaltet und wenn man diese vielleicht etwas weniger benutzt. Also ich werde das Ganze mal testen und schau mal, wie ich dabei rauskomme, wie lange die Uhr tatsächlich halten wird. Sie bietet Fast Charge an, hat einen militärischen Standard für Staubdichtigkeit und Wasserdichtigkeit, also ziemlich geil, muss ich sagen. Hat dann auch 5 ATM Wasserdichtigkeit, hat einen eingebauten Kompass, GPS und ein Barometer. Man kann mit einem One-Tap verschiedene Health-Eigenschaften, also Gesundheitseigenschaften, überprüfen. Es gibt einen Recovery-Time und eine Sauerstoffmessung und es gibt über 100 Workout-Modes, also für 100 verschiedene Disziplinen. Und über 1000 Watchfaces, also ich weiß gar nicht, wer braucht so viele, aber gut, so viele gibt's halt. Und dann gehen wir mal über hier zum eigentlichen Unboxing. Bitte wundert euch nicht, ich werde hier heute nur diese eine Kamera verwenden. Ich krieg das Ding nicht aus. Ach komm schon. Okay, nach einer Weile kriegt ihr auch die untere Verpackung raus. Da steht dann nur noch TicWatch drauf. Dann machen wir die auch noch auf. Ja, wenn ich es hinkriege. Come on. Jawohl. Und da habt ihr auch das gute Stück. Die gibt es einmal in Schwarz und in Silber. Ich habe mir jetzt erstmal die schwarze bestellt. Die hat hier so einen ja, Anthrazit-Rahmen. Und die ist ziemlich groß, 1,4 Zoll. Das ist eine Google Wear OS Uhr und deswegen, das ist eines der Hauptgründe, warum ich umgestiegen bin von der Huawei Watch 3 auf eben diese Uhr. Die hat eben das Google System, man kann auf den Google Play Store zugreifen, man kann Google Maps benutzen, die ganzen Apps sind verfügbar, die man sonst so kennt, die es halt eben aber dann auch für die Uhren gibt. Die Smartwatches ist eine für mich richtige Smartwatch, im Gegensatz zu bei Huawei, die ja an sich echt eine gute Uhr haben, mit der Huawei Watch 3, die ich eben noch habe. Die kann alles Mögliche gut, die hat auch ein eSIM drin, ist nur nicht ganz so genau beim GPS, aber trotzdem, hier hat man eben nicht ein eingeschränktes System. Durch die Google-Sanktion hat ja Huawei nicht die Möglichkeit, Google Apps zu benutzen innerhalb ihrer Systeme, ihrer Produkte und dementsprechend hat man hier die volle Palette. Man kann auch zahlen
mit NFC und die meisten Banken unterstützen das auch. Dementsprechend gibt es damit keine Probleme. Das ist auch ehrlich gesagt, so weird wie es klingt, eines der Hauptgründe, warum ich diese Uhr haben wollte. Ich will dieses coole Feature halt einfach benutzen. Ich werde diese Uhr auf jeden Fall innerhalb der nächsten Tage ausgiebig testen und euch dann den Wechsel von einem Huawei-Ökosystem hier auf ein Google-Ökosystem mit Wear OS zeigen und wie sich das so anfühlt. Ob sich das denn wirklich lohnt, vielleicht lohnt sich das ja gar nicht, aber ich glaube schon. Und ja, da diese Uhr ja sowieso länger hält und diese zwei Displays hat, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Aber ich zeige euch noch den Rest, der noch in der Verpackung drin war. Haben wir hier ja einmal die Schale, in der die Uhr war, und haben unten drunter eben noch zwei Verpackungen, eine kleine, eine große, in der kleinen, da ist, schon raus, eben ein Ladekabel, einmal mit USB-A, also normalen USB-Anschluss und einem proprietären Anschluss, ich hoffe man kann das einigermaßen sehen, mit zwei Pins. Das heißt, die Uhr unterstützt leider kein Qi, also den normalen drahtlosen Ladestandard, sondern eben nur dieses Kabel hier. Spezielle Kabel, aber ehrlich gesagt, das war bei der Huawei auch nicht anders. Die hatte zwar eine drahtlose Ladeschale, aber die konnte auch kein Qi. Dementsprechend, es gibt viele Uhren, die das auch nicht unterstützen. Ich finde es persönlich zumindest nicht so schlimm. Dann haben wir hier die andere Schachtel. Zack, dann nehmen wir mal die Sachen raus. Da haben wir hier einmal... Wartet mal. Einmal die Product Safety Information, also hier Sicherheit ist ganz wichtig, auch bei einer Smartwatch. Haben wir hier einmal so ein schönes Zettelchen hier mit den verschiedenen Kanälen, der Adresse von Mobboy, von der Firma, die die Uhr herstellt. Und haben hier am Ende noch eine Quick Start Anleitung, so mit den wichtigsten Sachen. Ist sicherlich keine volle Bedienungsanleitung, die kann man sich sicherlich wieder herunterladen auf der Seite, wie es heute fast immer ist. Aber zum Losstarten sicherlich gut. Ja, und das war schon von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und ich würde mich sehr über eine Mitgliedschaft... und ich würde mich sehr über eine Mitgliedschaft von euch freuen. Es gibt zwei verschiedene Tiers, damit könnt ihr mich unterstützen für 1 Euro oder für 2 Euro im Monat. Ihr unterstützt mich damit, motiviert mich weiterhin solche Reviews und Unboxings zu machen. Und ich würde mich sehr freuen, denn ich habe schon viel Geld für meine Hardware ausgegeben und bin unabhängig, mache das komplett unabhängig. Ihr kriegt meine ungefilterte, ehrliche Meinung und darum wäre es voll cool. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann nach meiner Testzeit, wenn ich das Testvideo gemacht, gedreht und geschnitten habe. Und kommt auch gerne mal vorbei. Ich streame hier regelmäßig alle möglichen Games. Das ist hauptsächlich ein Stream-Channel, aber ich werde immer mehr auch solche Videos machen wie heute. Ich hoffe, euch hat es gut gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.